Einen wunderschönen guten Tag hier in Brandenburg auf dem Marienberg, hier auf der Lebensartmesse. Ich bin zusammen mit Kati von Luftbilder. Wie ihr seht, auf jeden Fall schon jede Menge Bilder aus der Luft. Und wir schauen uns an, woher kommt das eigentlich alles? Was hat das eigentlich alles für einen Hintergrund? Und da möchte ich, Kati, hallo erstmal. Hallo. Dir die erste Frage stellen. Was ist deine Leidenschaft? Wie hast du mit dem Ganzen angefangen? Oder was hat dich hobbymäßig so gecatcht? Ja, also ich bin ja Fotografin vom Beruf und ja. Fotografieren ist jetzt nicht neu für mich, aber die Luftbilder, die mache ich erst seit 4 Jahren. Auch nur durch einen Zufall, weil ich einen Bekannten von mir getroffen habe, der Pilot ist ja. Und der gesagt hat, Mensch Kati, komm noch mal mit, ist doch eine schöne Kombination hier, Pilot und Fotograf. Und ja, die Leidenschaft zu Brandenburg ist ja eigentlich schon immer da, ich bin ja. hier aufgewachsen und ja. Brandenburg von oben ist einfach wunderschön mit dem vielen Wasser und das hat mich eigentlich so fasziniert und seit, ich glaube, unser Kalender machen wir jetzt zum 3. Mal und der kommt immer sehr gut an und auch die Bilder, genau, das ist so meine Leidenschaft. Ah ja, den Kalender haben wir ja hier vorne. Genau. Und weil es jetzt doch schon eine gewisse Größe an sich erlangt hat und du ja auch schon einige Zeit dabei bist wahrscheinlich, ja. Wie hast du denn jetzt genau diese Leidenschaft eben für Brandenburg von oben auch tatsächlich für Bilder von oben denn genutzt? Also wie hast du das verbunden, deine Leidenschaft mit dem Beruf? Genau. Ja, es ist halt mein Beruf. Irgendwann geworden dann? Irgendwann geworden. Ja. Also schon von Anfang an, ich habe es ja gelernt. Ja. Und genau, und Fotos mache ich schon immer gerne. Also ich habe meinen Beruf von Anfang an geliebt und die Bilder sind halt als erstes entstanden und die Idee mit dem Kalender kam erst ein bisschen später dazu, genau. Ah, schön, okay. Und das errübt sich ja dann wahrscheinlich die Frage, du machst das jetzt auch schon in der Form Fulltime oder halt sind das viele verschiedene Sachen, wo du Bilder machst? Also sind das jetzt, das ist jetzt nicht nur Bilder von oben, Luftbilder von Brandenburg, sondern es sind ja ganz, ganz viele Bilder wahrscheinlich, die du auch anderweitig machst. Ja, also ich mache auch viele genau. Stadtaufnahmen, auch von unten, für Firmen, für Verlage rufen bei mir an oder Zeitungen, Magazine, cool. Sowas alles, genau. Eine andere Schiene ist bei mir, ich mache viel Produktfotografie, Werbefotografie, Immobilien, Hotels, sowas ist auch eigentlich mein Hauptjob und das ist halt, die Luftbilder sind ein Teil davon, ja, genau. Ja. Das haben wir ja auch hier, ne? So hier mal so eine Brücke genau, wahrscheinlich, auch alles am Brandenburg, was wir haben, können wir vielleicht mal zeigen. Ja, das ist der Pfaffekai. Also das ist der Pfaffekai. Also solche Bilder halt eben auch nicht nur von oben, sondern halt auch wirklich die einzelnen Schönheiten in Brandenburg auch einfach irgendwie festhalten wahrscheinlich. Ja. Und wenn wir jetzt eh schon so bei einzelnen Bildern sind, hast du hier irgendein Lieblingsprodukt? Kann man das überhaupt sagen? So ein Lieblingsbild? Ja, also was ich auch total mag, ist halt hier dieses, deswegen habe ich es auch hier heute in groß. Ja, groß und möglich. Das ist quasi die gesamte Innenstadt, wo man die Altstadt, die Neustadt und die Dominsel zusammen auf einem Bild hat. Das finde ich immer sehr, sehr schön und stimmig und es wird auch immer am meisten gekauft, sage ich mal. Ach. Ja, aber sieht man ja auch gut den Umriss, wo es so lang geht, ne? Ja, wenn man da rüber irgendwie geht. Ja, ansonsten ist eine schöne Aufnahme. Ein schönes Bild ist auch immer die Havelmündung, wo der Leuchtturm steht. Da ist auch sehr viel Wasser. Ja. Mag ich auch sehr gerne. Genau. Ja. Jetzt haben wir hier. Oh, jetzt wird es direkt umgeblättert. Jetzt wollte ich eigentlich gerade darauf hinweisen und mal schauen. Das ist direkt umgeflogen. Wenn wir vielleicht mal fernab von Brandenburg schauen, wo sind wir denn hier auf dem ersten Bild? Nee, das war ein anderes Bild, ne? Mist. Das war ein anderes Bild. Ich wollte eigentlich gerade nämlich auf diese schöne Aufnahme auch nochmal hinweisen, weil die mir auch so gefällt. Diese etwas verschneite Insel. Ach, das war ganz hinten. Das war ganz hinten. Mhm, genau. Und ich blätter ganz vorne. So ist es, mein ganzes Leben lang. Hier. Ja, auch eine tolle Gegend. Ja. Das ist quasi die Inseln Buhnwerder, Wusterau. Ja. Daneben ist dann immer noch Kienwerder, Kanincheninsel, Breitlingsee, Quenzsee, Plauer See, alles in einer Ecke da hinten. Ja. Genau. Ist schön. Ich bin ja auch ein großer Schneefan und Eisfan, deswegen das catcht mich auch immer neben den ganzen Grünflächen. Natürlich auch als Brandenburger kennt man natürlich alle Wege. Da habe ich übrigens 4 Jahre darauf gewartet, auf den Schnee. Ja, und endlich kam er dieses Jahr. Ach cool. Aber das ist ja auch schon mal wieder so Leidenschaft, dass man wirklich 4 Jahre wartet, dass es auch so aussieht, wie man sich das vorgestellt hat. Genau. Das ist ja auch was ganz Besonderes. Und wenn wir gerade so bei besonderen Sachen sind, sind wir ja sowieso schon bei diesem Stand, aber auch so generell in Produkten in Brandenburg. Und wenn du jetzt vielleicht mal daran denkst, ist vielleicht auch etwas schwierig, aber hast du vielleicht ein Produkt oder eine Herstellung in Brandenburg, die dich begeistert, wo du sagst, ach Mensch, davon bin ich auch irgendwie ein Fan, wenn ich darauf ein Auge werfe, das macht irgendwie Spaß, wenn ich das Produkt in Brandenburg sehe. Ja, also was ich ganz toll finde,
von Tonika, das ist Tonika. Die Linde Rosenmüller, die ist ja auch am Sonntag hier. Ah. Sie macht ganz tolle Keramiken, ganz tolle Tassen, Schüsseln, da könnte ich mich auch dumm und dämlich kaufen. Ja, finde ich auch ganz schön. Also Keramiktassen und sowas habe ich auch ganz viele. Kathi, vielen lieben Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast und vor allen Dingen einen Überblick über Brandenburg. Vielen lieben Dank. Dir noch viel Erfolg und viel Spaß heute. Vielen Dank. Sicherlich sehen wir uns später nochmal so im ganzen Tumult. Alles klar. Dankeschön. Gut.